Orthopädie-Schuhmacher, Meister-Orthopädie-Schuhtechniker. Ich bin zu Recht darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich nicht nur Schuhmacher sagen soll. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ich einen hohen Respekt vor Handwerken habe und eigentlich glaubte, das sei genügt. Aber man könnte das verwechseln. Und das ist natürlich schon nicht die Meinung, das ist absolut zentral wichtig, dass wenn man einen Patienten mit neuropathischem Fuß hat, der muss zu einem Orthopädie-Schuhmacher nicht irgendwo gehen, sonst gibt es eine Katastrophe. Und zu einem Orthopädie-Schuhmacher, der Erfahrung hat mit diesen Füßen. Das ist eine Wissenschaft nochmals für sich, wird zum Teil dann sicher auch erzählt. Nur was ich da in der Hand habe, ist eben diese Broschüre, die 6 Risikostufen am Fuße des Diabetikers aus Sicht der Orthopädie-Schuhtechnik. Das hängt damit zusammen, dass einer der Autoren ein Orthopädie-Schuhtechniker ist. Und Sie werden das alle bekommen. Nach einer halbschlaflosen Nacht habe ich beschlossen, das zu verschenken. Weil ich habe gesagt, das verkaufen wir dann für 5 Franken. Und dann hat mich eine Moderatorin so angeguckt, wie ist es das nötig? Und sie hatte recht. Und das kriegen Sie dann im Kurs am Nachmittag jeder einzeln. Wer es schon hat, es hat Leute hier, die das schon haben. Oder schon 2-mal haben, aus irgendwelchen Gründen. Und die sollen das bitte zurückgeben. Wir sitzen nämlich, von heute an haben wir genau noch 40 Exemplare bis zur Neuauflage. Und die Neuauflage wird aufwendig sein. Also wenn Sie es schon haben oder wissen, das schmeiße ich sowieso weg zu Hause oder hier schon im Zimmer, dann bitte zurückgeben. Aber sonst, bitte behalten. Weil es etwas Wunderbares. Da sind dann diese verschiedenen Stufen abgebildet, das werden Sie eben noch sehen. Nun, ich habe letztlich, ich habe es gerade schon angetönt, wie eine der ersten Fußambulanzen mit eigenen Betten in St. Gallen besucht. Natürlich, wie es jetzt der erste Referent, auf den komme ich noch, dort gibt es das auch. Und erstens war ich begeistert über die Organisation. Aber das zweite war, ich war total schockiert, wie häufig diese Probleme noch sind. Sie sind in der einzelnen Praxis vielleicht nicht ganz so häufig, dass so, dass man manchmal denkt, ja, was soll das? Es ist da vor einigen Jahren eine Publikation gekommen, da hat man während einem Jahr, weil ich bei 120 Hausärzten alle Diabetiker angeschaut, was mit denen so passiert, 1,6% wurden in diesem Jahr amputiert. Das ist gewaltig. Also das ist jeder 60. in einem Jahr hatte eine Amputation, vielleicht nur eine Teilamputation. Aber ich will damit Sie einfach etwas motivieren, dass dieses Problem ein reales Problem ist, auch wenn es vielleicht in der einzelnen Praxis nicht so wahnsinnig häufig ist. Da spielt natürlich dann, wie wir heute Nachmittag sehen werden, Prävention eine Riesenrolle. Nun freue ich mich ganz besonders, den ersten Referenten vorzustellen. Viele kennen ihn natürlich, Dr. Böhni. Wir haben auch viele Jahre zusammen gearbeitet, auf diesem Gebiet natürlich. Und deshalb freut es mich ganz besonders. Er ist Leiter, einerseits. Er ist Orthopäde, orthopädischer Chirurge und ist seit x Jahren Leiter der entsprechenden Fußsprechstunde am Walchrist. Die sind natürlich privilegiert, weil die hatten immer schon eigene Betten. Aber das galt ja nur für ganz wenige solche Kliniken. Und er ist aber auch der Chef der orthopädischen Technik oder Schuhmacherei. Muss mich dann korrigieren. Und versteht eben dann entsprechend viel auch von der Schuhversorgung. Das ist natürlich die ideale Kombination. Und nun freuen wir uns, Thomas, von dir zu hören.
liebe Jürg, herzlichen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Ich bin auf dem Arbeit und dort haben wir eine Orthopädie-Schutztechnik, eine Orthopädie-Technik, wir haben Blutfachfrauen, wir haben Gipserinnen und haben von daher einfach eine gute Möglichkeit, auch uns um den diabetischen Fuß zu kümmern. Ich möchte Ihnen heute etwas berichten über die Ursachen von Fußläsionen und auch wie man sie erkennt und behandelt. Das wird ein kleines Panorama sein über die heutige Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten. Es sind eigentlich zwei Probleme beim diabetischen Fuß, die uns wirklich Sorgen machen. Das eine ist das diabetische Fußulkus, das heißt die offene Stelle am Fuß. Und das zweite Problem ist der sogenannte Charcot-Fuß. Das ist eine Folge der Neuropathie beim Diabetes, wo der Fuß zusammenbricht und biomechanisch nicht mehr wirksam ist. Die Pathogenese ist teilweise identisch. Ich werde also über die Pathogenese sprechen, Abklärung und Therapiekonzepte und die Behandlungsmethoden. Auf die Details werden dann meine Folgeredner eingehen. Ich habe in der folgenden Zusammenstellung vor den Augen, wenn ich einen diabetischen Fuß sehe, es gibt für mich Ursachen, die im Patienten drin liegen, selber, und solche, die außerhalb von ihm selber liegen. Bei den intrinsischen ist es die Neuropathie, sensibelmotorisch und autonom, die Angiopathie, die Gefäßstörung, Makro- und Mikrozirkulation. Dann orthopädisch, ganz wichtig, alle Störungen der Biomechanik, zum Teil diabetesunabhängig, aber viele auch diabetesabhängig. Und dann die psychischen Faktoren, dass der Patient eben nicht achtsam ist, dass er nicht mitmacht mit der Behandlung, dass er vielleicht an einer reaktiven Depression leidet. Dann die äußeren Faktoren, das sind die Verletzungen, die von außen dazukommen. Die können mechanisch sein, anstoßen im Badezimmer. Oder das Schuhwerk, ein wichtiger Faktor, der schädigen kann. Und soziale Faktoren, Isolation des Diabetikers, beruflicher Abstieg. Nun, Sie kennen vielleicht alle diese großen Tabellen, die den pathogenetischen Ablauf darstellen beim diabetischen Fußsyndrom. Sie sehen hier, die Neuropathie geht über verschiedene Wege, die Angiopathie über verschiedene Wege. Und da kommen einige Dinge dazu. Und am Schluss haben wir das Ulkus, den Infekt und die Amputation. Wenn wir das ein bisschen im Detail ansehen, so wissen wir zum Beispiel über die diabetische Neuropathie heute schon sehr gut Bescheid. Also es gibt verschiedenste biomechanische Wege, wie am Schluss die Nervenfaser gestört wird und es eben zur diabetischen Neuropathie kommt. Und die hat zwei Folgen. Das eine ist die schmerzvollen Sensationen, das Brennen, Kribbeln, Stechen, das den Patienten sehr stark stört und ihn sogar suizidal werden lassen kann. Und auf der anderen Seite eben der gefühllose Fuß, der nicht mehr spürt, wenn er verletzt wird. Nun, das ist eine klassische Folge der sensorischen Neuropathie, wo der Patient einfach nicht mehr spürt, dass die Schutzsensibilität aufgehoben ist. Er entwickelt an der Druckstelle, dort wo er normalerweise auch Belastung hat, bei jedem Fuß, der den Boden betritt, berührt, entwickelt er eine Läsion. Das würde uns ja allen sehr wehtun, ihm tut es überhaupt nicht weh. Das ist die sensorische Neuropathie. Die motorische Neuropathie beim Diabetiker betrifft die kleinen Fußmuskeln zuerst, das sind die langen Nervenfasern, darum der Fuß. Und es sind die vordersten Muskeln, das sind die kleinen Fußmuskeln, die werden atroph, also sind nicht mehr, arbeiten nicht mehr normal. Und dadurch kommt es zu einer wichtigen Veränderung. Sie sehen hier noch den normalen Zustand, die kleinen Fußmuskeln sind noch kräftig ausgebildet. Mit fortschreitender motorischer Neuropathie nehmen diese kleinen Fußmuskeln ab und es kommt zu einem Überwiegen der Zehenstrecker und damit zu einer Deformität. Krallen- oder Hammerzehendeformität. Und Sie sehen, wie das Fettpolster, das das metatarsale Köpfchen, das Mittelfußköpfchen noch geschützt hat, langsam verlagert wird in die Beugefalte. Und am Schluss haben wir hier nur noch Haut, Sehne und Gelenkskapsel darunter. Das ist die motorische Neuropathie und ihre Folge für die Biomechanik.
die autonome Neuropathie beim Diabetiker, die betrifft die Schweißsekretion. Es kommt quasi zu einer Autosympathikolyse. Der Patient hat keine normale Schweißsekretion mehr, die Haut ist ganz trocken und schuppig und rissig. Und das ist ein weiterer wichtiger Faktor, diese Rhabagen, die durch die trockene Haut entstehen. Dort kann sich eine Infektion ausbilden und das kann das Anfang sein, der Anfang sein eines Ulkus. Wegen der autonomen Neuropathie ist die Haut aber gerötet und warm, also der neuropathische, autonome neuropathische Fuß ist warm. Sie sehen, das ist dadurch bedingt, dass eben, wenn diese sympathischen Nervenfasern langsam zugrunde gehen, wird eine Querverbindung eröffnet, ein arteriöser Schwamm, wo das Blut eben dann direkt über die Anastomosen in die Vene geht und das, was vorne an der Haut ist, ganz vorne die Durchblutung der Haut macht, das funktioniert eben nicht mehr. Und wir haben zwar einen roten warmen Fuß, aber zuvorderst ist die Durchblutung nicht mehr genügend im Kapillarnetz, das unmittelbar für die Ernährung notwendig ist. Auch für die Gefäßstörung beim Diabetiker wissen wir heute vieles mehr, also auch hier ganz komplexe biomechanische Mechanismen, die im Detail zeigen, wo eben überall die Gefäße und die Gefäßwand geschädigt werden kann. Sie sehen hier das die Endstadium einer Angiopathie, die kann ja auch diabetesunabhängig sein. Aber hier ist sie verbunden mit einem Diabetes, das ist eine Gangrän, also eine abgestorbene Zehe, trocken, also ganz mumifiziert. Aber Sie sehen hier die Rötung und die Rötung geht etwa bis hierher. Und das ist ein weiterer Punkt, den wir noch besprechen werden, Rötungen über 2 cm von der Läsionrand entfernt gelten als Extremitäten bedrohend und bedürfen einer intensiveren Behandlung. Nun zu den biomechanischen Faktoren, die mir als Orthopäden am nächsten liegen. Ganz wichtig ist die Bewegungseinschränkung. Sobald der Patient die Großzehe nicht mehr dorsal extendieren kann, das Fußgelenk nicht mehr dorsal extendieren kann, kommt es im Bewegungsablauf zu einer massiven Überlastung. Weil wir können, wenn wir so machen, zum Beispiel können wir so noch stehen, oder? Das kann der Diabetiker nicht mehr, wenn er eine eingeschränkte Dorsalextension hat, ist er ab Mitte Standphase, ist er direkt auf dem Vorfuß, er kann nicht mehr das machen. Das heißt, er hat einen großen Teil des Gangzyklus, hat er das ganze Gewicht vorne auf dem Vorfuß und das führt zu Läsionen. Wir müssen das prüfen mit gestrecktem Knie, weil der eine Muskel geht ja über das Knie, der Gastrocnemius, und der ist angespannt, wenn wir das Bein gestreckt haben. Und dann müsste der Patient jetzt noch etwa 10-15 Grad Dorsalextension machen. Wenn er das nicht hat, ist er gefährdet, dass er hier mechanisch aus Druckdrücken einen Mukus entwickelt. Und der Grund ist die Quervernetzung von Kollagen, die Resistenz gegen Kollagenase, das sind die Ursachen, die führen zu einem Elastizitätsverlust im ganzen Gewebe, also in den Bändern, im Bindegewebe, in den Zehen, in den Ligamenten. Eine weitere biomechanische Folge ist der Charcot-Fuß, eine biomechanische Störung. Sie sehen hier das klassische Bild mit dem Ulkus unten vollständig zusammengefallen, Längsgewölbe, man sagt auch Tintenlöscher, Deformität. Das ist der Charcot-Fuß, der führt natürlich klar hier zu einer Überlastung. Das ist die unterste Stelle und darum ist auch hier das Ulkus entstanden. Darauf werde ich noch eingehen bei der Früherkennung. Charcot hat diese Deformität beschrieben, damals natürlich nicht beim Diabetiker, sondern beim Syphilitiker. Und diese Veränderungen können bei allen neuropathischen Füßen auftreten. Heute haben wir auch Neuropathien nach Chemotherapien, nach Radiotherapien. Heute nimmt das Spektrum der Ursachen für die Neuropathien zu. Diabetes ist immer noch ein sehr großer Teil, aber es gibt einen ganz gewichtigen anderen Teil, der eine andere Ursache hat. Beim Charcot ist die autonome Neuropathie ganz wichtig und die sensorische Neuropathie, also der Verlust der Schutzsensibilität, das sind die beiden wichtigsten Faktoren. Dann kommt häufig noch ein kleines Trauma dazu,
Und da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Faktoren, die ebenfalls bei der Entstehung eine Rolle spielen. Bei der Psyche, ganz wichtig, viele zeigen eben wenig Interesse an ihren Füßen, also sie vernachlässigen das, sie negieren die Bedeutsamkeit ihres Problems und die Kooperation ist halt häufig ungenügend. Dem müssen wir Rechnung tragen. Bei den sozialen Faktoren, für mich wichtig, gehäuft haben wir Depressionen, Scheidungsrate, sozialer und beruflicher Abstieg, Alkoholprobleme und eine negative Einstellung gegenüber dem Fuß, der Fußpflege und dem Medizinalwesen. Nun, wenn wir zu den äußeren Faktoren gehen, sind ganz wichtig die äußeren Verletzungen. Also in 80% der Fälle geht dem Ulkus ein äußeres Trauma voraus. Das kann Barfußgehen sein, untaugliches Schuhwerk, ein Fremdkörper, ein kleiner Sturz, ein Misstritt. Aber das ist in 80% ist das der unmittelbare Auslöser und für den Patienten ist es das, was schuld ist. Also er sieht nicht, dass er vorher eigentlich schon schwer krank sein muss, damit überhaupt etwas passiert. Also die Pflege der Podologin, seit man die Hornhaut abgetragen hat, ist es losgegangen. Oder eben, ich habe im Badezimmer ein bisschen angestoßen. Von daher habe ich das ganze Problem. Aber es ist richtig, dass eben in 80% dieser Anlass vorhanden ist, dieser äußere Anlass. Und das Schuhwerk ist ein Grund und ich glaube, Sie können sich leicht vorstellen, dass da dann sehr, sehr viel Druck auf dem Mittelfußköpfchen ist. Also wenn schon so höhere Absätze, dann sollte die Sohle so gehen mit einem Plato und dann erst runter. Aber das ist eine richtige Chance für Skispringer, also das ganze Gewicht rückstrahlt. Wenn der Schuh vorne zu eng ist, Druck an der kleinen Zehe von außen, das ist nie Druck vom Gehen, weil das müsste unten sein, es ist von der Seite, da kann nur der Schuh oder der Socke drücken. Und diese Zehe ist noch ein hochfleckiges Ulkus, aber das Hauptproblem ist an der zweiten Zehe, wenn wir zwischen die Zehen schauen, seht sie hier, ist das Ulkus, meistens auf Höhe des proximalen Mittelgelenkes, bereits mit einem Infekt, mit einem Osteomyelitis. Das ist schwierig. Und es ist wichtig, dass nicht alles, nicht jedes Ulkus ist gleich, also das ist ein sauberes neuropathisches Ulkus ohne Infekt. Das ist ein kleines Ulkus mit einem chronischen Infekt durch Schuhrumpf entstanden. Das ist ein schwerer Infekt mit beginnender Gangrene. Da ist es ein Charko. Also wir müssen immer schauen, was ist das Problem, das zugrunde liegt. Und wir checken das normalerweise für die Neuropathie mit der Stimmgabel, also ich arbeite mit der Stimmgabel, was unter 5 Achtel ist, das pathologisch, dann noch der Achillessehnenreflex. Ich kontrolliere die Fußpulse, wenn keine Fußpulse mehr da sind oder welche fehlen, dann braucht es eine angiologische Abklärung. Ich checke die Biomechanik, ob die Beweglichkeit normal ist, ob wir Deformitäten haben. Wenn das vorhanden ist, dann braucht der Patient eine oder eine schultechnische Versorgung und eben auch, wenn er eine Neuropathie hat. Und darum ganz wichtig, dass wir irgendwie es schaffen, dass der Patient mitmacht, sonst nützt nämlich alles, was wir da machen, alle nicht. Ein Schuhwerk, Kontrolle, Barfuß, gehen alle diese Dinge, die Anlass geben können zur Verletzung. Das Ulkus selber, werden wir noch sehen, müssen wir auch untersuchen. Wichtig ist die Ulkustiefe, wichtig ist, ob es einen Infekt hat, wichtig ist, ob der Infekt Extremitäten bedroht ist und da brauchen wir dann unter Umständen weitere Hilfe vom Dermatologen, vom Radiologen und Blutzucker selbstverständlich. Das Ulkus kann eingeteilt werden in ein oberflächliches, in ein Grad 2, wenn die Sehnen und Gelenkskapseln freiliegen und ein Grad 3, wenn der Knochen direkt tastbar ist. Also wenn ihr harten Knochen unter der, wenn ihr mit der Sonde tasten, wenn ihr das bewegt. Und ganz wichtig ist, dass wir immer zusätzlich beurteilen, ist eine Ischämie dabei und ist ein Infekt dabei. Also Ulkustiefe, Ischämie, Infekt, diese drei Dinge entscheiden eigentlich, wie gefährlich das Ulkus ist und wie wir es behandeln müssen.
beim Ulkus Grad 1, legen wir die unterste Oberfläche und auch die Entfernung von dieser Wundbehandlung entlasten. Und bereits immer schon fragen, ist ein Effekt dabei, braucht der Patient eine Gefäßabklärung? Beim Ulkus Grad 2, das tiefer ist, brauchen wir meistens ein Debridement, weil da geht es ins Subkutangewebe hinein, das muss wirklich debridiert werden. Dann wieder modal in eine Wundbehandlung, darüber wird uns nicht mehr berichtet, dann Entlastung. Und immer auch hier die Frage, sind die Gefäße in Ordnung, braucht der Patient Antibiotika, liegt ein Infekt vor. Und beim Grad 3, wo der Knochen eben betroffen ist, da kommt dann in der Regel nicht mehr durch, ohne Operation, aber es muss nicht unbedingt eine Amputation sein. Wir können osteomyelitisch veränderten Knochen entfernen durch eine Resektion unter Belastung der Zähne. Alles andere ist eben das Gleiche. Kurz zur extremitätenbedrohenden Infekt. Wir haben gesagt, wenn die Rötung über 2 cm ist, wenn das Ulkus Grad 3 ist, also wenn wir die Knochenprobe positiv ist, wenn Ischämie dabei ist und wenn Zeichen des Infektes wie Fieber, Schüttelfrost oder Entzündungslabor erhöht sind. Diese Situation gehört stationär behandelt. Nicht extremitätenbedrohend ist, wenn die Rötung unter 2 cm ist, das Ulkus nicht so tief. Und die anderen Zeichen einer allgemeinen Entzündung fehlen, dann können wir ambulant weiter behandeln. Und die Behandlung ist die Infektbehandlung, konservativ und operativ, entzündetes Gewebe, das nekrotisch ist, muss entfernt werden. Dann unbedingt als nächster Schritt die Verbesserung der Gefäßsituation. Infekt hat immer Vorrang, das ist das allererste, was wir machen müssen, Antibiotika geben, Abszess inzidieren, Eiter, Debridement. Entfernen. Und dann kommen alle anderen Schritte, Wundbehandlung, Entlastung, Nervteile, Rekonstruktion und so weiter. Nun möchte ich noch kurz auf den Charcot-Fuß eingehen, weil das etwas ist, das eben nicht erst im Vorbild erkannt werden sollte, sondern wenn ich losgehe. Und Sie sehen hier einen Charcot-Fuß im Anfangsstadium. Der Fuß ist nur ein bisschen geschwollen und gerötet und etwas überwärmt. Mehr sieht man nicht. Also, Sie sehen hier, der Fuß ist etwas geschwollen und etwas gerötet. Sonst nichts. Am Anfang ist das Gewölbe auch alles noch erhalten. Aber wenn man diesen Fuß nicht in diesem Stadium erkennt und behandelt, dann geht es weiter. Also in diesem ersten Stadium haben wir nur im Ärmel Signalstörung, im Röntgen sieht man noch gar nichts. Und wenn der Patient weiterläuft, dann kommt es eben zur Destruktion der Gelenke, zur Luxation, zur Bänderruptur. Und in einem ersten Stadium ist der vollständige Zusammenbruch und in einem zweiten Stadium beginnt wie bei einem Knochenbruch ein langsam die Konsolidation. Und im Stadium 3 haben wir dann einen sogenannten ruhigen Charcot-Fuß, der einfach deformiert ist, aber nicht mehr geschwollen, nicht mehr überwärmt. Nicht mehr im Röntgen aktiv, sondern Knochen hat wieder remineralisiert. Darum, die wichtigen Leitsymptome sind ein geschwollener, geröteter, verwärmter, in der Regel schmerzloser Fuß mit intakter Haut. Sobald Sie einen Ulkus haben, ist ja die Hautdiagnose, dass es einen Effekt sein kann. Aber wenn der Fuß geschlossen ist, dann ist es Verdacht auf einen Fuß. Die Deformität muss noch nicht vorhanden sein. Und selbstverständlich, es gibt den Charcot nur bei Neuropathie, also man muss eine gestörte Fibrationsempfindung haben, eine neurologische Störung muss die einfache Untersuchung nachgewiesen sein. Im Röntgen am Anfang noch gar nicht sichtbar, nur im MRI sieht man leichte Signalalterationen. Also wenn wir zum Beispiel hier schauen, im Röntgen ist alles noch normal, nichts eingebrochen, keine Knochenfragmente. Und hier sehen Sie, dass diese beiden Knochen ein weißes Signal haben und nicht mehr dunkel sind wie hier. Wenn wir den Fuß in dieser Situation erwischen und diagnostizieren können, können wir ihn durch konsequente Entlastung in der Regel stabilisieren. Das ist wie ein Bruch, auf den der Patient weiter herumläuft, wenn er eben gut positioniert ist, kann das wieder ausheilen über diese verschiedenen Stadien. Und wenn der Patient einfach weiterläuft, bricht das zusammen. Und wir haben am Schluss dann eben auch ein größeres Ulkus. Und Sie sehen hier in einer konservativ behandelten Situation, hier Stadium 1, Sie sehen, das ist
Er zerstört das Gelenk, das Knochenfragmente. Und nach der Behandlung ist das wieder ruhig. Das normalisiert sich wieder unter Umständen. Hier sehen Sie das akute Stadium, sieht aus wie eine Osteolithis mit zerfressenen Knochen. Nachher hat sich das wieder beruhigt. Die Differentialdiagnose ist in dieser Situation natürlich eben häufiger infekt. Und es kommt immer wieder vor, dass Patienten zugewiesen werden, eigentlich zur Amputation. Das brauchen diese Patienten nicht, die haben nur einen Scharkofuß, den man ausbehandeln muss. Im Stadium 0 bis 1 ist die heutige Behandlung, weil man in der Regel Patienten zur Hospitalisation nicht motivieren kann, eine Behandlung mit Vollkontaktgips und Stockentlastung. Ausnahme sind ganz schwere Deformitäten, die man nicht anders behandeln kann. Im Stadium 2, wo langsam die Heilung beginnt, machen wir immer noch weiter mit Vollkontaktgips, aber gehen dann langsam über auf eine Entlastungsorthese und nur in schweren Fällen kommt eine operative Behandlung. In Frage und im dritten Stadium ist dann die orthopädie-schultechnische Versorgung mit Serienschuh und Maßschuh ist dann das Mittel der Wahl. Und nur wenn trotzdem weitere Ulzerationen auftreten, kommt eine operative Behandlung in Frage. Diese Charcot-Destruktion können an unterschiedlichen Orten lokalisiert sein, also zum Beispiel im Knöchel, das ist relativ selten, das ist dann wie eine Knöchelfraktur, sieht das aus. Hier ist das Typische, was Sie kennen, wo der Mittelfuß zusammenbricht und einen Tintenlöscher Deformität gibt, aber Sie können das auch vorne haben, in der Zehe, Sie können alleine einen Zusammenbruch des Fersenbeins haben, eine Läsion. Es ist klar, dass wir sowohl für die Ulkusheilung gute Studien haben, vor allem für die Vollkontaktbehandlung, dass sie wirksam ist. Das heißt, die Entlastung ist das Entscheidende für die Ulkusheilung. Und also die Entlastungsmöglichkeiten haben wir den Vollkontaktgips. Das ist halt die Behandlung, die am zuverlässigsten ist, weil es der Patient gar nicht entfernen kann. Das ist ein geschlossener Gips. Aber bei Neuropathie, und eben wenn zum Beispiel noch eine unklare Situation bezüglich Infekt da ist, ist es nicht ganz ohne Probleme, aber es ist sicher die wirksamste Behandlung. Dann die ganzen orthopädie-schultechnischen Maßnahmen und, wenn es Orthesen dann sind, auch orthopädie-technische Maßnahmen. Und zum Beispiel Physiotherapie hat auch eine Rolle, zum Beispiel wenn wir diese Verkürzung der Wadenmuskulatur haben, die muss man physiotherapeutisch behandeln. Und nur ganz am Schluss eigentlich die operativen Behandlungen. Hier kurz der Vollkontaktgips. Das ist eine Gipstechnik mit einer leichten Polsterung. Und nachher hat der Patient einen Schuh dazu. Oder wir machen direkt eine Sohle auf den Gips, dass er möglichst gut gehen kann. Den kann man nicht ausziehen. Und Sie sehen, man kann also nach Lack-Vorbehandlung mit dem Vollkontaktgips eigentlich auch schwere Infekte, die den ganzen Fuß gespalten werden muss, kann man zur Ausheilung bringen. Dann ist meistens, wenn eine relevante Deformität vorhanden ist, ist dann die Maßschuhbehandlung die Folgebehandlung, wenn das Ulkus ausgeheilt ist, darüber wird uns der Neurologe werden noch berichten, also die Maßschuhversorgung ist dann die nächste Stufe. Und wir haben aber Patienten, die so schwere Schädigungen haben, dass sie auch nach dieser Versorgung immer wieder Probleme machen, auch wenn wir sie kontrollieren und schauen, dass die Entlastung stimmt, dass er wirklich nicht zu viel Druck hat. Ist es hier zum Beispiel wieder zu einem Ulkus gekommen, der Patient, der zuverlässig seine Schuhe trägt, und bei ihm haben wir dann eine Orthese gemacht, aber nicht diese Art von Orthesen, die nur da oben abstützen, das geht bei Diabetikern nicht mehr, das führt in der Regel wieder zu Druckstellen. Also wenn man eine Orthese machen will, braucht man eine Zwei-Schalen-Versorgung mit einer integrierten Fußbettung, wie zum Beispiel hier für diesen Patienten, wo wir eigentlich genau gleich wie beim orthopädischen Maßschuh die Bettung machen, aber der Patient hat eine Versorgung, die hoch hinaufgeht, die eine integrierte Erbrochen hat. Und mit dem ist der Patient jetzt geheilt. Und wichtig für diese Patienten, das muss auch einfach sein anzuziehen, darum hat er nicht noch einen Schuh zusätzlich, der alte Patient. Er kann seinen Fuß hineinlegen und diese drei Klettverschlüsse schließen und dann kann er direkt gehen. Wenn es nicht mehr reicht,
mit all diesen Maßnahmen, dann kommen chirurgische Maßnahmen in Frage. Und wir haben eine ganze Reihe von Möglichkeiten, von innerer Resektion über Sehnenverlängerung oder als größte Eingriffe dann die korrigierenden Arthrodesen. Aber die Indikation ist für mich nur dann, wenn es mit orthopädischem Schuhwerk und der Prothese nicht beherrschbar ist. Das heißt, trotz adäquater Versorgung kommt es wieder zum Ulkus. Man kann das Problem nicht unter Kontrolle haben. Dann ist für mich die Indikation für die Operation. Und die Amerikaner sagen, not sure, not traceable. Also wenn man weder einen Schuh noch eine Orthese tragen kann und damit Ulkus frei ist, dann ist es Zeit für eine operative Behandlung. Und Sie sehen hier zum Beispiel einen Mittelfuß-Ulkus, die sind sehr schlecht, die gehören zu den schlechtesten, wenn eine Schwarko-Osteoporopathie dahinter liegt. Die bringen Sie fast nicht zu und haben eine größte Chance, wieder aufzutreten. Sie sehen auch, wie der Fuß hier abweicht, in diesem Gelenk da drückt es. Und das versorgen wir heute mit äußeren Fixateuren, mit korrigierenden Arthrodesen. Das sind alles feine Drähte, die können wir jederzeit entfernen bei einem Infekt. Wir haben keine Implantate im Fuß drin, das ist ein großes Problem beim diabetischen Fuß, insbesondere wenn er einen Ulkus hat, weil da ist die Gefahr, dass Sie nach einem Infekt sehr groß. Und damit können Sie, also Sie sehen hier zum Beispiel diesen Fuß, können wir das Ulkus zur Heilung bringen und Sie sehen auch hier die Stärke des Fußes. Aber das ist eine Behandlung, die geht über 3 Monate, 3 bis 4 Monate, braucht der Patient diesen Apparat. Das muss auch gewährleistet sein, dass das gepflegt wird, dass die Nägel ausdrucksstehen, sauber sind, dass der Patient damit überhaupt zurechtkommt. Und nicht jeder Patient ist für eine solche Behandlung geeignet. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.